So, Herr Kelch, ja, heute Weltkindertag, sonst kennen wir immer große Feste. Im kleineren Rahmen Cottbus, wie läuft es in diesem Jahr? Ja, heute mal in ganz, ganz kleiner Form hier im Familienhaus am Spreeufer mitten in der Mitte. Und ich freue mich, heute hier ganz engagierte Erwachsene zu sehen, die sich um die Kleinen mal ganz individuell kümmern können. Also nicht das ganz große Open Air, wie es in den anderen Jahren war, sondern klein, familiär und dafür aber auch sehr individuell. Es ist immer so ein Tag, wo man vor allem auf die Rechte der Kinder aufmerksam macht. Es stehen auch die Bundestagswahlen an. Man hat immer so das Gefühl, ja, man trommelt immer einmal im Jahr und irgendwie, weiß ich nicht, geht es so richtig voran in so einem Thema eigentlich? Was haben Sie für ein Gefühl? Doch, ich glaube schon, dass es um das Thema weiter vorangeht. Die Kinder stehen im Mittelpunkt. Logischerweise, alles das, was Politiker Entscheidungen hat, immer Auswirkungen für die Zukunft. Also auch müssen sie ja die Wünsche, die Forderungen, die lauten als auch die leisen der Kinder beachten. Und da bin ich überzeugt davon, egal welche Bundesregierung in Berlin regieren wird, dass auch dort die Rechte der Kinder dort eine große Rolle spielen werden. Für uns als Stadt ist es allerdings natürlich auch wichtig, was können wir mit unserer Eigenleistung hier dazu beitragen, dass Cottbus eine kinderfreundliche, eine familienfreundliche Stadt ist und dass dieses Familienhaus ein wunderbares Beispiel, wie eben generationsübergreifend mit den Kindern gearbeitet werden kann. Ich wollte gerade fragen, Sie haben sich ein bisschen umgeschaut, was gab es zu entdecken? Also ich habe mir heute zum ersten Mal den ganzen Kindertagesbereich hier am Familienhaus angeschaut. Zum ersten Mal, obwohl der schon seit 8 Jahren in Betrieb ist. Den Sozialteil, den kenne ich schon. Da haben wir mal Versuche unternommen, ein Jugend- und Parlament zu gründen, was leider noch nicht so fruchtbringend war. Aber für mich war es mal ganz wichtig gewesen, mal anhand des Konzeptes des Reggio-Hauses zu erfahren, was steht hinter dem Konzept, wie wird es hier vor Ort gelebt, welche Möglichkeiten haben die Kinder, aber auch die Eltern und wie wird möglicherweise auch zukünftig dieses Haus erfolgreich geführt werden und insofern freue ich mich sehr, dass das hier sehr erfolgreich gelungen ist in den letzten Jahren. Stichwort Kinder- und Jugendkonferenz, die es ja in Cottbus auch so gibt. Kann man eigentlich sagen, dass man auch was aus diesen Konferenzen auch wirklich aktiv mitnimmt? Haben Sie schon mal, weiß ich nicht, einen kleinen Spielplatz verändern müssen oder so? Man nimmt immer was mit, wenn man sich mit Kindern unterhält, weil man die Sichtweise der Kinder kennenlernt. Man weiß, war selber mal Kind, hatte auch seine Wünsche, seine Träume. Man wird älter. Klar, manchmal muss man sich dann auch von Träumen verabschieden. Aber deswegen ist es umso schöner, wenn man wieder zu hören bekommt und erfahren kann, was Kinder denken, wünschen, fühlen, hoffen. Und insofern ist das immer für mich auch sehr wichtig und sehr schön zu hören, aus erster Hand, was bewegt die Kinder. Und das setzt sich bis in das Jugendalter fort. Und ich glaube, das ist ganz wichtig für die Älteren, so wo ich dazugehöre, immer wieder mal die Kinder zu hören. Denn letzten Endes müssen wir alles tun, dass sie sich in unserer Stadt hier wohlfühlen. Und das, glaube ich, tun sehr viele Menschen in Cottbus. Als letzter Punkt, ich glaube, es ist ja gerade in diesen Zeiten sehr, sehr wichtig, auf die Kinder zu hören, weil ich glaube, die 2 letzten Jahre waren sehr hart, was Kinder- und Jugendbereich angeht. Ich habe heute, glaube ich, nochmal gehört, so roundabout, rund jedes dritte Kind hat so ein paar Nachwirkungen aus der Corona-Krise. Ne? Also ich habe vor 2 Wochen hatten wir einen Jugenddialog, einen Kinder- und Jugenddialog im Strombad mit unserer Kinder- und Jugendbeauftragten Frau Brunmer durchgeführt. War für mich sehr spannend gewesen. Klar, ich habe selber schulpflichtige Kinder, habe selber mal gespürt, was das heißt, sogenanntes Homeschooling, was für Anforderungen werden an die Eltern gestellt, was müssen die Kinder erfüllen, wie gehen die Lehrer damit um. Und ich sage es ganz ehrlich, für mich waren 2 Altersgruppen, die besonders unter dieser Pandemiebedingung zu leiden hatten. Das waren einmal unsere Senioren und Senioren, die häufig eben im Alltag allein auf sich gestellt sind, die dann über Nacht nicht mehr so ohne weiteres ihre Freunde, Bekannten, ihre Kreise, ob es der Kaffeeklatsch ist, besuchen konnten. Und natürlich die Kinder, wo von heute auf morgen die Schulen dicht waren, die Kitas teilweise geschlossen werden mussten. Und das hat natürlich bringt soziale Veränderungen mit sich. Und das Stück wieder aufzuarbeiten, bis dahin, dass auch Kinder den Anschluss im Lernen verloren haben, das wieder aufzuholen, das ist eine spannende Herausforderung für die gesamte Gesellschaft. Und auch das habe ich hier gehört. Das gelingt hier im Familienhaus, auch mit anderen sozialen Trägern hier in der Stadt. Und da überlegen wir, wie wir da auch noch mehr Unterstützung geben können.